Der Kurz hat urgewonnen. Seine Partei, die ÖVP, ist stimmenstärkste. Auf zweiter Stelle steht die SPÖ. Der Kern ist sehr froh darüber, aber auf dritter Stelle gleich dahinter steht Strache mit seiner FPÖ-Partei. Auch die kleinen Parteien sind vertreten. Sie kommen in den Nationalrat. Nur Grüne und Thüringer und KPÖ sind nicht dabei. Absehbar, dass der Kurz als Sieger hervorgeht. Er ist ja so, so super und jetzt wird alles besser mit ihm. Die Wahl ist vorüber und endlich geht es weiter. Jetzt tun alle noch bissl sudern. Aber dann geht es endlich weiter nach dem Sudern. Mit Sudern, aber das übliche Sudern. Der Kurz wird uns die Selbstverantwortung abnehmen. Und unser Leben wird dadurch besser, weil wenn es etwas braucht im Leben, ist es eine 31-jährige Vaterfigur fürs Land? Wer's glaubt? Jetzt noch kurz ein Outro. Kurz und schlecht. Gleiches aus. Dauert nur mal kurz. Das Lied.